Herzlich willkommen, liebe Abenteurer, zur 8. Etappe der Prüfungen der 7. Es ist eine besondere Etappe, denn sie stellt das Finale der Season 2 dar und somit wird es euch alles abverlangen. Los geht es in Liyue am Steintor und euer erstes Ziel ist die Wasserozeanide nördlich von euch. Nehmt eine ordentliche Abkühlung, bevor es erst so richtig heiß wird, denn der zweite Stopp auf dieser Etappe ist der versteckte Palast von Zhu. Die Pyrohexendomain, an die ihr sicher noch tolle Erinnerungen habt. Nutzt dies als kleine Aufwärmübung, lasst euch aber nicht zu sehr einheizen, denn der Weg zur Hofritualdomain des klaren Wassers und felsigen Höhlen ist ein langer. Stellt sicher, dass ihr noch kämpfen könnt, wenn ihr dort ankommt. Solltet ihr auch diese Herausforderung meistern, wartet ein Labyrinth aus Felsen und Bergen auf euch auf dem Weg zur Villa Taishan, der Domain in Liyue, wo es die Talentbücher gibt. Verirrt euch nicht, besiegt die ansässigen Monster und macht euch anschließend auf den Weg zu Zhonglis ehemaligen Freund und nun Erzfeind. Ashtaha hat sich aus einem Geo-Gefängnis befreit und muss von euch wieder dahin geschickt werden, wo er hingehört, in die Tiefen des Nichts. Seine Befreiung hat weitere Geo-Echsen auf den Plan gerufen und somit müsst ihr als nächstes die alte Geo-Drachenechse in der Region ebenfalls besiegen, um diese Echsen ein für alle Mal aus der Region zu vertreiben. Die Bürger Liyues werden es euch danken. Nach euren heldenhaften Taten in dieser Region müsst ihr nun zur Goldstube gelangen, in der unser Lieblings-Fatui für einen Sparringskampf bereits auf euch wartet. Zeigt ihm, wie gut ihr im Training seid und lasst ihm keine Chance. Als nächstes wartet die mysteriöse Felsenklammer auf euch, die Artefaktdomain in der Kluft. Diese neue Umgebung wird zum ersten Mal während der Prüfung der 7 betreten und bietet bisher unbekannte Gefahren. Solltet ihr die Domain gemeistert haben, begebt euch auf direkten Weg in den Abgrund. Sucht nach der hier hausenden Ruinenschlange und zerstört diese uralte Maschine, die für massive Erdbeben in dieser Region sorgt. Sobald ihr dies getan habt, öffnet eure Karte und teleportiert euch zur Statue der 7 in der Kluft und macht euch nun auf den Weg in die Heimat des Dendro-Archons, Sumeru. Diese Region, die in Zukunft noch viele Abenteuer für uns bereithält, stellt nun das Ende dieser Etappe dar. Lauft nach Sumeru in die Stadt und begebt euch schnellstmöglich zur Akademie. Der erste Abenteurer, der es auf die Spitze des Turms der Akademie schafft, gewinnt dieses Finale und kann sich zu Recht Champion der 7 nennen. Viel Erfolg!